Servus Jungs, willkommen zurück auf meinem Kanal. Jo, ich muss euch da leider eine sehr bittere Geschichte erzählen. Ich habe vorhin eine schöne Folge aufgenommen, die dann zurecht geschnitten und alles fertig gemacht. Und auf einmal ist mir aufgefallen, dass gar kein Ingame-Sound aufgenommen wurde. Ja, das ist echt bitter, denn es gibt ja nur einen Spielstand. Und ohne Sound die Folge hochladen geht natürlich auch nicht. Ey, du Missgeburt. So. Jetzt habe ich lange gegrübelt, was ich machen kann. Da diese schöne Folge jetzt ja leider weg ist, aber ich sie euch auch nicht wirklich vorenthalten möchte. Und darum ist mir nur eins übrig geblieben. Denn dann ist mir eingefallen, man kann Missionen ja wiederholen. Eheberatung heißt die gute Mission. Und das werden wir jetzt tun. Ja, anders geht's ja nicht. Und dann könnt ihr euch, oder was ist, können wir uns die Mission halt doch nochmal anschauen zusammen. Ich erreiche jetzt vielleicht Gold, was vorhin nämlich nicht ging, da ich einen abgeknallt habe und ein Fahndungslevel hatte und die Zeit hat nicht mehr gereicht. Aber jetzt hört euch das erstmal an. Tracy! Yo! Auch voll komisch. Vorhin war das ein bisschen anders. Da habe ich diese Videofrequenz so gar nicht gesehen. Vielleicht, weil ich mit Franklin reingelaufen bin. Amanda! Amanda! You better not be! Not in my house! Fuck you, Michael! Go away! I'm paying that turd 150 bucks an hour to fuck my wife in my own bed? Michael, go away! No, I'm sorry, bro. She said you had an arrangement. You and I are gonna have an arrangement. I'm gonna arrange your fucking funeral. I'm really sorry, bro. I'll comp the session. I promise. You are dead man. Fuck. Dead. Also, das finde ich jetzt echt geil. Denn vorhin habe ich das so echt nicht gesehen. Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a brick in my bed. Bullshit. Genau da hat vorhin bei mir die Videofrequenz angefangen. Da habe ich nur Geschreie aus dem Haus gehört. Richtig gut. Und dann kam er halt schon raus und hat mir erzählt, dass seine Frau vom Tennistrainer gevögelt wurde und mich gefragt, ob ich mitfahren möchte. Richtig, richtig geil, dass es da verschiedene Videofrequenzen gibt. Richtig geil. Oh, so we killing this dude. You wish he was dead. Is that a problem? Und vorhin habe ich halt versucht, weil ich nicht wusste genau, was ich machen muss, ihn einfach abzuknallen und aufzuhalten. Und sind halt Bullen gekommen. Ja, und wegen den Bullen habe ich dann halt Gold nicht erreicht. Was jetzt ja auch nicht so wild ist, aber ja. Hier kommen sowieso überall die geskripteten Autos rausgefahren, sodass ich nicht wirklich hinterher kann. Bisschen bitter. Aber yeah. Ach, wir lost den Scheiß, Digga. Was bleibt uns da noch übrig, außer ihn fertig zu machen, ne? Ey, da vögelt der einfach unsere Frau, ne? Ey, der kriegt jetzt so auf die Fresse. Ihr werdet gleich sehen, was wir machen. Das ist übertrieben gut. Schaut genau zu. Hey, Asshole! You ran off before we could settle our debts! Michael, bud! You got the wrong idea, man! He's about to have a real clear idea where I'm coming from. There's a winch. Jetzt wird's richtig geil, Leute. Jetzt wird's richtig geil. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. Yeah. My bad. Seriously. Oh.
Richtig gut, Leute, richtig gut. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! We'll see how you like it when someone fucks with your shit! Well, hey! Wait! You got the wrong idea, pal! Bam! Und jetzt machen wir den so fertig, diesen kleinen Wichser. Here we go! Ist so gut. Let's see what happens. Jetzt reißen wir den einfach das ganze Haus vom Berg und machen ihn total kaputt. Kleine Missgeburt! Kleine Missgeburt! Bam! Und jetzt noch den Boost-Knopf gedrückt und weggerissen, die Scheiße. Richtig, richtig geil. Was mich wundert, dass irgendwie keiner von den Leuten da oben mit runtergerissen wurde, aber... Ja. The fuck is that? Hey, homie, I think you put a little more than a deck there. That's a foolish man who builds his house on sand. Ich frag mich, ob, wenn wir hier später zurückkommen, das Haus dann immer noch im Arsch ist. Komm, wir fahren den trauten Weg wieder zurück. Da kennen wir uns aus, ne? Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Whoa. Yes, that one. Green light. Green light. Green light. I'll give you green light. Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Green light. Green light. Matrazzo. Fuck you. Fuck you. Mike Madrasso? That's what she said. Damn, dude's a kingpin, homie. Now you better hope. I ain't hoping anything. Chick was hysterical. Chill out. That coach should be doing the Russian. Ich hab ja vorhin schon, wo ich die Mission gemacht habe, so gedacht. So, oh Scheiße, das ist bestimmt nicht sein Haus. Ja, das ist nicht sein Haus. Oh, oh. Da kommen die Gangster, habe ich voll vergessen. Oh, der war das gar nicht. Der ist der Richtige. Was? Ey, ihr Missgeburten. Ey, habt ihr da schon zwei Headshots gegeben, Alter? Was ist kaputt mit dir? So, jetzt erstmal aussteigen, gucken, ob wir hier schöne Munition finden, ne? Das ist ja rar, das Zeug, und oh, wie blutig das hier ist. Und dann der Nigger holt natürlich erstmal schön hier, holt erstmal schön die Pampe raus, um sie alle wegzupumpen. Ist halt ein Franklin, ne? Ist halt mein Nigger, ne? Oh, meine Karre scheint kaputt zu sein. Ach, ist egal. We sit on it, we see what happens. Kid, there's no use second guessing. Felt good, man. Woo! Yeah, doing something for a change. Ha! Man, you know what? You are wasted sitting by that fucking pool, man. You're right. I need to do something. Scotch and sunshine and sitting on my ass? Fuck that, I'm better than that. Damn Skippy, homie. All that knowledge up there is withering and dying, dawg. You don't pass that shit on, it's gone, homie. I bet you know some shit. You wouldn't believe the shit I know. Yeah? Liegt meine Stoßstange. There was a time, that was all I did. Shit, well, you know, I could tell you some shit, too. Yeah, like what? About this city I was born and raised in. Now think about it. Yeah, do that, man. This could be cool. Jetzt fühle ich mich gerade voll schlecht, weil ich die ganze Zeit gequatscht habe, wo eigentlich Story-Text zu hören war. Joa. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot.
Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Do you know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Oh, you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. Did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. Alter, was eine Fotze, da spuckt die mich noch an. Was ist mit der nicht richtig? Ey, die knüppeln wir hoffentlich später noch so richtig durch. Damn, you alright? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, dawg. Einfach nur geil. Einfach nur herrlich geil. Bestanden. Und wir haben es mit der Zeit schon wieder nicht geschafft. Ich habe wieder kein Gold. WTF. Naja, immerhin habt ihr jetzt noch die Storyline gesehen. Ne? Hat ja auch was gebracht. Ich hoffe, der Sound ist jetzt im Kasten. Ich habe zwar vorhin überprüft, dass er auch wirklich im Kasten ist, aber man kann ja nie wissen. Ne? Ist eine komische Sache mit den Aufnahmeprogrammen manchmal. Wie ihr es ja schon mitbekommen habt, konnte ich Uri eine ganze Zeit nicht aufnehmen, weil das Aufnahmeprogramm auf einmal nicht mehr kompatibel war. Aber das geht jetzt wieder. Darum schaltet auch wieder ein bei Uri and bla bla bla. So. Vorhin am Ende hat mich dann noch der Lester angerufen. Endlich geht's wieder los. Hier unten ist schon das L für ihn. Endlich können wir richtig, bam, 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 können wir wieder richtig anfangen, kleine Crews zu starten. Ja, genau so heißt das. Kleine Raubüberfälle und dergleichen. Und ich hatte euch versprochen in der nächsten Folge, dass wir diese Freak-Mission machen. Und da ist ja die ganze Pfarrei weg war, oder nur die nackte Mission, war die Aufnahme jetzt ja dementsprechend kürzer. Also hängen wir doch einfach die Freak-Mission noch hier dran. Gucken, was uns da Geiles erwartet. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur, wir müssen diesen Mann jetzt totfahren. Oh nein, es ist eine Frau. Und es ist ein Mann. Bam. Alle tot, alle tot. Bringt sie alle um. So. Hello. Willst du mit mir reden? Komm, ich komm mal zu dir. Hast du Hallo gesagt? What?
Boom, Alter. Direkt Nackenschelle. Was ist los mit dir? Oh, bist du jetzt tot? Scheiße, die ist einfach tot. Ah ja, selber schuld. Sie wollte nicht angefasst werden und dann habe ich sie richtig hart angefasst. Was glaubt ihr, wer die ist? So redet man nicht mit mir. Ey, Fettsack, ey, Fettsack, ey, Fettsack, ey, Fettsack. Bam. Fällst du auch sofort um? Was ist denn los hier? Och nö, jetzt ist die Freak-Mission weg. Och nö, was habe ich gemacht? Oh nein. Hallo, ich werde von der Polizei gesucht. Magst du mir dein Handy geben? Hallo? Hey, sie hat gesagt, ich krieg das Handy, aber sie hat es mir nicht gegeben. Oh, geile Beine. Obwohl. Ja doch, die sind schon ziemlich geil. Die berühren sich beim Laufen nicht. Aber ein bisschen ausgeprägter, muskulöser hätten sie schon sein können. Oh, da liegt er. Der Tote. Was ist denn los? Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. So, jetzt muss ich hier mal von der Polizei verschwinden. Aus dem Kegel raus. Gibt es eigentlich versteckte Objekte hier? Ich weiß es gar nicht. Wie, die haben mich gesehen? You fucking kidding me? Mann, halt die Fresse. So. Jetzt hält der Hund auch seine Klappe. Nerviges Vieh. Nein, ich mag Hunde. Ich mag Hunde wirklich. Es denkt nichts Falsches. Aber er hat mich abgefuckt. Und man fuckt nicht mit mir. Hallo? Ich bin Motherfucking Michael. Oh mein Gott, wie viele Streifenbeamten rennen denn hier rum? Gibt es irgendwo eine Leiter? Nein, es gibt hier keine Leiter. Verdammte Scheiße. Im Polizeirevier. Oh yeah. Die würden mich doch nie vermuten am Polizeiauto. Boah, sind hier viele Streifenbeamten. Los, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Oh mein Gott. So. Jetzt haben wir einen Streifenwagen. Wir haben 2 Sterne bekommen. Weil einer ist uns natürlich nicht genug. So wie das halt immer ist, ne? Oh mein Gott. Weil ein Stern kann doch jeder haben. Aber 2 ist die Kunst. Oh, kommt man hier wieder rein? Oh, das war gerade lucky. Mein Gott, wo bin ich denn hier? Auf dem Bahnhof oder was? Ist das eine Treppe? Ja. Oh, 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 nix, oh shit. Oh yeah. So. Hier ist jetzt eine Seitengasse. Oh, da ist eine Sprungschanze. Also wie soll ich die denn benutzen? Da kriegt man ja gar keine Geschwindigkeit drauf. Oh, jetzt habe ich die Kamera gewechselt. Sorry, Leute. Das wollte ich natürlich nicht. Aber fahren wir doch mal einfach hier in die Seitengasse rein. Zack. Ich denke mal, das ist auch so gedacht, ne? Ich warte mal, C ist nach hinten gucken, ne? Aber C und gleichzeitig A und D drücken ist ein bisschen komisch. So, wir sind die Politessen los. Und jetzt können wir zur Freak-Mission. Und yeah! Komm, stell dich wieder hin, stell dich wieder hin, stell dich wieder hin. Also, ich denke mal, das ist für Motorräder gedacht. Also, mit dem Auto ist das ein bisschen komisch. Aber das können wir ja nochmal testen, aber nicht jetzt. So, Freak-Mission, wo war sie? Nächste rechts. Weh, du nimmst mir die Vorfahrt, Arschloch. Hm, schickes Auto. Hey, ich muss mich nicht an dich erinnern. Ich bin ein Bulle, ich mach, was ich will. Nix ist wrong with me. So. Da. Die versprochene Freak-Mission. Can I talk to you for a second? What the fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. They rigged the vote. I saw the ballots, it's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty.
Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want to drive? Nah, I'm not a drug guy. This isn't Jetzt Bush geht's Bush. Richtig ab. This is mana. And I grow it myself. Mana. Paranoia, so, so. A passport to Nirvana. Jetzt geht's ab ins Nirvana. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure mellow high. Jetzt rauchen wir erstmal einen richtigen Joint, ne? So richtig durchziehen die Scheiße. Yeah. I mean, I'm sure they're nothing serious, but I never let them get too near. Oh, the fuck. Jetzt habe ich eine Knarre in der Hand und muss Aliens abballern. Wie behindert ist das denn? Da rauche ich einmal einen Joint, ne? Ein einziges Mal. Und dann kommt hier so eine Scheiße. Bäm, überall sind Aliens. Fick dich! Wie geil ist das denn? Oh, jetzt kommen sie von hinten. Bam! Fuck you, fuck you. WTF, was ist denn mit dem los? Nein, er hat mich, er hat mich. Ich drückte gerade A und D. Was ist denn los mit dir? Da oben ist wieder einer. Oh mein Gott, ich höre schon so komische Geräusche. Ah, da hinten, nein. Wir machen sie alle fertig. Du auch. Son of a bitch, motherfucking son of a motherfucking bitch. Ey, ich mach euch alle. Nein, da ist er wieder. Oh mein Gott. Die sind ja gemeingefährlich, diese Aliens. Ey, was war das für ein heftiger Johnny, ey? Der hat ja Paranoia sondersgleichen. Das geht so aber nicht hier. Das ist doch illegal. Kommt her, kommt her, ihr Freaks. And after that, you see, the liquor companies push for continued prohibition. Und er quatscht die ganze Zeit. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. But it's a good cause. Wie geil, wie geil. Wir haben sogar Gold, Leute. Wir sind die goldenen Kiffer. Wie geil ist das denn? So wie es sich gehört. Tja, ziemlich krasse Aktion, die der Michael da gerissen hatte. Da hat dieser Assi einfach Michaels Frau gebumst. Und dann haben wir einfach das Haus runtergerissen. Ey, Bombenaktion. Richtig, richtig nice. Ja, leider gehörte das Haus nur nicht ihm. Und jetzt müssen wir Mr., boah, wie ist der Typ? La Praza, La Casa, keine Ahnung, Mafia-Boss, mexikanisch XY, will jetzt von uns die fette Kohle haben. Und wir gehen zurück zu Lester und besorgen uns mit ihm die Kohle. Das wird so Bombe. Richtig, richtig geil. Da fehlt doch nur noch eins. Lasst einen Kommentar, bewertet meine Videos und viel Spaß bis zum nächsten Mal.